Heute gibt's mal wieder ein neues Haarfärbevideo und ich zeige euch, wie ich zu dieser Haarfarbe gekommen bin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also wenn ich mir meine Haarfarbe anmische, dann weiß ich meistens vorher noch nicht so ganz genau, wie ich es eigentlich haben möchte und wie es am Ende überhaupt wird. Ich weiß nur, meine Grundfarben, das sind eigentlich eh immer blau und lila und dieses Mal eben auch noch pink und türkis. Und dann mische ich eigentlich einfach frei Schnauze drauf los. Ich benutze immer Spülung, um die Farben ein bisschen aufzuhellen und eben mehr rumexperimentieren zu können. Und so habe ich es auch dieses Mal gemacht. Dieses Mal habe ich die Farben Midnight Blue, Plum, Turquoise und Rose Red benutzt. Beim Farbeanmischen achte ich einfach immer nur darauf, dass ich erst eher weniger Farbe zur Spülung dazugebe als zu viel, weil die Farbe immer deckender ist, als man denkt, und mehr Farbe hinzufügen kann man immer noch, aber wenn man mehr Spülung hinzufügt, dann hat man am Ende eigentlich immer zu viel Farbe. Ich kaufe mir immer eine relativ günstige von Balea, die für gefärbte Haare ist. Im Grunde genommen ist es aber egal. Dann teile ich meine Haare in drei Abschnitte, also links, rechts und hinten, und dann geht's auch schon los. Mit dem Pinsel ziehe ich immer Linien, um die Haare in einzelne Sektionen zu unterteilen. Und dann habe ich mehr oder weniger random die Farbe quasi in meinen Haaren verteilt. Ich habe immer darauf geachtet, dass keine zwei Farben nebeneinander sind. Und Pink wollte ich eher in die unteren Haare verteilen, um mehr so Akzente zu setzen. Wenn ich mit einer Strähne fertig bin, dann klappe ich sie einfach immer auf die andere Seite, sodass ich ungestört weiterarbeiten kann. Und so arbeite ich mich immer weiter durch. Am Hinterkopf lasse ich mir immer helfen, weil ich da nicht so hinsehe, dass ich dann auch weiß, dass ich wirklich alles mit Farbe bedeckt habe. Aber ansonsten kann man das Ganze schon selber machen. Es ist halt ein bisschen anstrengend, aber es funktioniert. Wie ihr seht, war das Ganze wie immer eine ziemliche Sauerei. Ich hatte überall Farbe, was sich auch wirklich schwer vermeiden lässt. Aber man kann trotzdem darauf achten, so viel wie möglich abzudecken und ein T-Shirt anzuziehen, was dreckig werden darf, und auch Handschuhe. Am Ende habe ich die Haare dann nochmal ein bisschen durchgeknetet, damit sich die Farbe ein bisschen besser verteilt. Und dann habe ich das Ganze eine Stunde lang einwirken lassen und ausgespült. Auch beim Ausspülen nicht vergessen, die Handschuhe anzulassen und dann mit möglichst kaltem Wasser auswaschen. Und dann so lange auswaschen, bis ihr das Gefühl habt, dass es jetzt nichts mehr von der Spülung bzw. Farbe in den Haaren. Und ihr merkt auch daran, dass etwas weniger Farbe im Wasser ist. Shampoo habe ich zum Ausspülen keins benutzt, weil das auch mit Wasser ganz gut geht. Und das ist mein fertiges Ergebnis. Ich bin ziemlich zufrieden, hätte im Nachhinein gerne das Pink, aber doch auch ein bisschen weiter oben, weil ich es mega schön finde und es fast ein bisschen zu schade ist, dass es eigentlich nur in meinem unteren Haar ist. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Haare färben mit Directions, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert mich für solche und andere Videos. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!